Herzlich willkommen, euren Freunde. Ups, ich sollte vielleicht auch mal A drücken. Ich dachte, ich wäre schon im Spiel drin. Ich habe meine nächsten Morgen alle trainiert. Sind jetzt alle auf 20. Und ich würde sagen, ich bin jetzt bereit für den Kampf hier, oder? So, ich möchte gerne mit ihm hier anfangen. Denn der macht dann gleich Gift einfach. Und dann hoffen wir mal, dass er vergiftet wird, Leute. So, ich bin gespannt. Vielleicht klappt es ja diesmal. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Okay, was denkst du, welches nächste Mal er verwendet? Ja, achso, das haben wir schon. Er kämpft nämlich selber als Sohn von Omnicron. So hieß der Typ. Mir ist das gestern nicht mehr eingefallen, wie der heißt. Habe ich nämlich echt wieder vergessen. Naja, egal. Ja. Laber du mal da deinen Senf. Wir besiegen dich jetzt, hoffentlich. Hoffentlich. Giftwolke. 37, okay. Komm, vergift ihn. Kacke, er ist nicht vergiftet. Jetzt? Immer noch nicht. Leute, das ist ja was hier. Aber er hat schon mal 3 Attacken ausgehalten, das ist schon mal gut. So, Diyama. Kannst du bitte deinen Phantomschlumpf machen? Bitte, komm. Auch nicht. Ah. Oh, Leute. Okay, dann muss ich wohl ohne Gift und sowas. Dingsen. Psy-Geysir. 25 ist sehr gut. Er macht nicht ganz so viel Schaden, das ist auch gut. 19. Oh, du bist mega. Oh, was? Demotiviert? Als ob ich jetzt 2 Runden hier demotiviert bin. Was ist das denn jetzt hier für ein Hack? Du Hacker. Kacke. Okay, Fendius. Bring ihn zum Eis. Glatteis, bitte. Bitte. Komm. Er ist nicht eingefroren. Komm. Frier ein, bitte. Bitte, komm. Kacke. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Okay, Bulldrion. Du hast dich immer noch nicht entwickelt. Du hast aber auch keine so coolen Attacken tatsächlich. 9, alter Schwede. Okay, wir machen Steinflut. 10, wow. Toll. Oh, du lebst ja noch. Hier. Oh, Mann. Oh, Leute. Camilo, kannst du das? Meinst du, du schaffst das noch? 80. Komm, Donnerschlag. Oh, super verfehlt. Das ist gut. 17 Uhr. Oh, 17 ist aber nicht so viel. 17 ist echt nicht viel. Uhuhuhuhu. Verfehlt, perfekt. 77 nur noch. Oh, das hat weh. Das hat richtig weh. Okay, ich muss gleich eine andere Taktik auffahren tatsächlich. Die hat nicht richtig funktioniert. Oder ich benutze Items. So, hier einmal refreshen. Wie viel macht... Einmal nochmal hier. Hier. Oh, wie viel machst du? Wieder 35. Alter, willst du mich eigentlich hier komplett verarschen? Du Kackviech. Mach doch mal bitte weniger. Egal, Donnerschlag. Super, verfehlt ist immer gut. Dann machen wir jetzt nochmal Item hier. So. Und er macht 34 Schaden, ey. Ich raste aus. Daneben, perfekt. 20 und jetzt... steht da nichts mit Geschwindigkeit oder sowas? Nee, ne? Oh Gott, ich muss sicher spielen. Ich muss jetzt gerade sicher spielen. Ich will jetzt hier nicht verlieren. Oh, 13 ist gut. Cool, dann machen wir Blitzgebrüll. Er ist müde, perfekt. Und wir haben es geschafft. Nice. Sehr, sehr schön. Wie elend ist mein Körper verfallen. Meine Herrschaftstage sind jetzt nur noch ein entfernter Traum. Nun, da ist es. Dafür bist du hergekommen, Moritz. Das ist der Rest von meiner Kraft. Füttere dein Ei mit dieser Energie, damit es schlüpfen kann. Nichts ist passiert.
Ich kann es nicht glauben. Moritz, dieses Tyrannenei ist abnormal. Selbst nach meiner Kraft ist es immer noch hungrig. Dieses Ding könnte irgendwann ein extrem starker Tyrant werden. Wen kümmert's? Es ist trotzdem nur ein Ei. Wir können es nicht benutzen, um Jin und Mulzima zu besiegen. Wir sind erledigt. Ihr könnt euch immer noch die Kraft in diesem Ei zunutze machen, Moritz. Die Kraft des Feuers. Damit sollte es euch möglich sein, Jins Flammen zu löschen. Oder Sachen in Brand zu setzen, falls euch mehr danach ist. Also können wir mit diesem Ei Feuer kontrollieren? Wie ist das überhaupt möglich? Geh und teste die Fähigkeit an den Flammen in diesem Raum. Wenn du mir nicht glaubst, dank dieser Fähigkeit solltet ihr Jin und Mulzima nicht mehr fürchten. Ihre Drohungen sind jetzt wertlos. Was ist mit dem Tyrannenei? Wir wollten es unbedingt ausbrüten. Nun, meine Kraft allein hat nicht ausgereicht. Vielleicht findet ihr noch andere Schreine, dann könntet ihr genug Energie zusammenbekommen. Wie auch immer. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet, Moritz. Lasst mich jetzt allein in diesem wertlosen Schrein. Ist nichts mehr für euch. Okay. Ja. Sag mal, ja? Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch 5 Energiedinger. Ja. Ja, jetzt können wir das wegmachen. Super. Cool, dann gehen wir mal weiter. Das haben wir ja schon mal mit Bravour geschafft, gemeistert. Diese Flammen sollten uns davon abhalten, Fenris Grab zu finden. Wenn wir sie löschen, haben wir eine Abkürzung zur Stadt. Ja, yeah, cool. Dann nehmen wir die doch. Dann nehmen wir die doch einfach. Weg mit euch. Oh, ich bin ein richtiger Flammenbändiger, Leute. So. Oh nein, ich wollte noch heilen gehen. Wie ich sehe, seid ihr zurück, Moritz, und dennoch kann ich Nivales Anwesenheit spüren. Was hat das zu bedeuten? Was? Du wagst es, mich herauszufordern, nachdem ich gedroht habe, diese Stadt zu zerstören? Hast du etwa meine unbesiegbaren Tyrannen vergessen? Haha, kommt ihr jetzt zur Vernunft? Moritz, benutzt das Tyrannenei. Tyrannenei? Von was für einen Unsinn redest du da? Haha. Ihr habt das Grab gefunden? Mutzimmer! Moritz muss sofort eliminiert werden. Er brütet einen Tyrannen. Ja gut, ne? Gut, dass ich meinen Nexumon repariert hab. Donnerschlag. Ich weiß, dass du müde bist, leider. Aber ich muss doch erst noch meine Nexumon heilen. Und wieso ist das? Ist der Zaun überhaupt da? Ah, jetzt. Jetzt haben wir wieder Zaun. Seltsam. Seltsam. Ich glaube, das Windows-Update hat vieles wieder kaputt gemacht, wie ich heute gesehen habe. Denn die ganzen Among Us-Folgen sind leider kaputt. Kaputt aufgenommen, Leute. Es tut mir leid. Da waren echt richtig coole Runden mit dabei. Naja. Das nächste Mal. So, hallo Kleiner. Wie ich sehe, seid ihr zurück, Moritz. Und dennoch kann ich Nivales Anwesenheit spüren. Was hat das zu bedeuten? Achso, stimmt. Aber wir hätten vielleicht auch speichern sollen, oder? Naja, das können wir das nächste Mal machen. Ja. Komm, laber mich nicht wohl. Ich will jetzt gegen dich kämpfen. Ach ja, er fängt damit Feuer an, ne? Das war jetzt nicht so weise, mein Pflanzentyp da direkt rein zu feuern. Deswegen machen wir Doppelhieb. 29. Oh, wir machen aber auch guten Damage tatsächlich. Was ist das denn? Keine Ahnung, was das war. Naja, egal. Wir haben den ersten schon mal weggemacht. Gefolge bitte. Okay, dann nicht. Dann nehmen wir dich mal hier. Ich glaube, du müsstest damit eigentlich überhaupt keine Probleme haben. 12, ach, das ist ja Pillepalle für dich, ne? Mein Kleiner. 15, aua, das tat schon mehr weh. So. Wer ist das? Oh, süß. Dann machen wir hier auch mal 37 Damage, ey. Perfekt. Oh, eine Katze. Och, süß. Aber du bist jetzt auch weg, Katzi.
Tschüss. Und damit Mulzima. Wie viel Schaden mache ich? Ich mache gar keinen Schaden. Bulldogon können wir opfern. Das heißt, Items haben wir noch wieder. Ja, wieder Billy haben wir. Dann holen wir ihn hier wieder. Aber wie viel Schaden kriegst du? 13 nur. Dann mach Plasma-Kanone. Dann guck mal, wie viel das. Ah, geht. Geht auf jeden Fall klar. So, 22 Schaden ist in Ordnung. Wir holen hier ihn hier. Dann machen wir Psy-Geysir 28. Perfekt. Oh, guck mal. Eine können wir noch machen. Wenn wir Glück haben, können wir sogar noch eine machen. Sehr schön. Ja, hast auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Und du machst jetzt Donnerschlag einfach. Ja? 17. Sehr schön. Wie viel macht Prügler? Wir gucken mal. 18, okay. Macht also fast das gleiche. Oh, er hat Rückschlag bekommen. Das gefällt mir. Blitzgebrüll ist nicht schneller. Okay. So, dann bekommt Fendios heute mal die Erfahrungspunkte mit Latteis. Na, vielleicht noch nicht, aber das haben wir, glaube ich, in der Tasche. Sehr schön. Gab leider nicht so viele Erfahrungspunkte. Naja. Oh, du besitzt ein Tyrannenei. Willst du diese Welt beherrschen? Wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich diese Stadt überfluten. Mulzima, vernichte alles! Okay. Ich dachte, wir hätten ihn besiegt. Wow. Ja, greift da an, wo niemand ist, oder was? Wow. Sieht alles noch genauso aus wie vorher. Und wie sieht's jetzt aus? Nicht so schnell, Jin. Was ist das denn? Okay. Kagome, bist du's? Inuyasha? Tief unter der Erde hast du dich vor mir verkriecht. So ein großer Aufwand, um meinen Drachen zu entkommen. Und doch bin ich hier, um dich und deinen abscheulichen Tyrannen zu erledigen. Lydia! Das kann nicht sein. Mulzima, halt sie fern von mir. Verlässt du dich schon so früh auf deinen Tyrannen, Feigling? Na gut, mach was du willst. Die Jagd ist eröffnet. Okay. warte. Diese Stadt zu zerstören. Was hast du dir dabei gedacht, Jin? Dafür müssen du und dein Tyrann zahlen. Wirst du deinen Tyrannen rufen? Wirst du Eurus beschwören? Ich brauche Eurus nicht, um mit einem zweitrangigen Tyrann wie deinem klarzukommen. Ha ja! Hilfe! Oh, weg ist er. Ist der Tyrant noch da? Ich weiß es nicht. Nee, ist auch weg. Fürchte mich nicht. Ich bin eine Verbündete der Gilde. Obwohl ich selbst einen Tyranten besitze. Ja, ich besitze einen Tyranten namens Eurus. Aber ich bin auch die Meisterin aller Drachen, die diese Welt durchstreifen. Alles, was du gerade gesagt hast, ist zutiefst beunruhigend. Ich habe Schlimmeres über meine Drachen in letzter Zeit gehört, aber ich versichere dir, dass sie wirklich harmlos gegenüber Menschen sind. Ja, nein, diese dummen Eidechsen haben uns bereits zweimal angegriffen. Drachensiegel, oh cool. Dann besuche mich mal, komm zu den Dracheninseln und ich werde dir beweisen, wie freundlich meine Drachen wirklich sind. Nutze diese Siege, um Zutritt zu meinem Dorf zu erhalten. Das klingt genau wie eine Falle. Amelie kann für mich bürgen, wenn du deine Belohnung für diese Quest einforderst. Mach's gut, Freunde, ich erwarte euren Besuch. Okay, dann wissen wir ja, was wir gleich machen, ne? Wir haben es geschafft, Moritz, wir haben einen Tyrannen besiegt. Es war zwar eigentlich Lydia, aber es muss ja niemand wissen. Lass uns zur Gilde gehen und unsere Belohnung abholen. Ich wette, sie ist riesig. Das glaube ich tatsächlich nicht. Was will der Opa hier? Von uns? So, was willst du denn?
Was? Schaut mal, in der West zumindest hatte sich Atlanta dort versteckt. Wenn ihr diesen Thema rettet, werden sie euch sicher belohnen. Warum belohnst du uns nicht dafür, dass wir deine Thema retten? Hahaha, Junge, du bringst mich um mit diesen Witzen. Viel Glück und so weiter. Nee. Nee, danke schön. Tschüss, ich bin wieder weg. Ich bin wieder aus dem Dorf. Warte, ich muss mal eben hier noch gucken. Nee, brauche ich nicht. Weg mit dir. Ja, heul du mal herum. Ich gehe einfach weiter und ignoriere dich. So, als erstes... okay, wenn wir jetzt dahin... Ach nee, wir wollten ja noch zu Amelie, ne? Meint ihr, die ist hier? In diesen Außenposten oder ist die wieder in der Hauptstadt, in Parum? Ja gut, ne? Wir gucken mal hier. Außenposten, Wüste. Ist sie hier? Die Frage stellt uns... Ja, da ist sie. Oh, Entschuldigung, bist du Moritz? Du bist wegen deiner Belohnung für das Retten der Stadt hier, oder? Die Belohnung ist etwas Besonderes. Wir können sie dir nicht an diesen trostlosen Ort geben. Bitte begib dich stattdessen zum Hauptquartier in der Gilde in Parum. Wir bitten um Entschuldigung. Wow. Wow, cool. Amelie, was soll das? Ach, das ist gar nicht mal Amelie. Amelie ist schon wieder abgehauen, oder was? Wow. Ihr seid ja hier welche. Habe ich mein Team geheilt? Ja, hab ich. Okay. So, wie teuer bist du hier heute? Auch noch genauso teuer wie vorher. Okay. Dann geht's nach Parum. Da ist es ja. Parum, Parum, Parum. Wir sind jetzt darum hier mit mir. Hallo, ich bin da, Leute. Oh, kein Empfangskomitee? Ah, doch, da. Ich wollte schon sagen, was soll das? Nun, Moritz, wir haben dich erwartet. Die Gilde hat von deinem Erfolg gehört. Du überlebst nicht nur einen Drachen, sondern befreist auch noch eine Stadt. Und besiegst einen Tyranten. Das geht wahrlich über das Können eines Bronzethemers heraus. Moritz, von nun an sollst du ein Silberabzeichen tragen. Herzlichen Glückwunsch. Eine ausgezeichnete Leistung, Moritz. Dir steht Großes bevor. Wow, jetzt hast du schon zwei Tyranten besiegt. Das ist unglaublich. Gut gemacht, Kind. Mach weiter so. Dann kämpfen wir vielleicht eines Tages Seite an Seite. Nicht schlecht, Moritz. Du bist ein Naturtalent. Wuhu. Machst du das jetzt jedes Mal? Erzähl mir, was in Ignitia passiert ist, Moritz. Komm mit mir. Okay, ich hab den nicht getötet. Hä, wieso ist der Opfer links neben mir mit dabei? Verstehe, du hast also Lydia getroffen, die Abtrünnige des Windes und Herrscherin der Dracheninseln. Und sie will, dass ihr ihre Drachen trefft? Warum nicht? Geht und habt Spaß, Moritz. Bist du verrückt? Diese Frau hat einen Tyranten und Drachen. Alles Schlimme, was uns geschieht, passiert wegen Tyranten oder Drachen. Lydia ist unsere Verbündete und wie ich sagte, greifen Drachenmenschen nicht an. Ihr wart nur zufällig im Weg zweimal. Sie hat diese merkwürdige Besessenheit, Abtrünnige wie Jin oder Atlanta zu jagen. Ich mag sie wirklich. Warte. Wenn Lydia sowohl einen Tyranten als auch einen Drachen hat, wie hält sie sie vom Kämpfen ab? Gütiger Himmel, ich hatte nicht erwartet, dass von Ross eine gute Frage kommt. Gib mir nur eine Antwort. Sind sie nicht sowas wie natürliche Feinde? Lydia ist ein wirklich, wirklich seltsamer Fall. Ihr werdet sie selbst fragen wollen. Ich schätze, eine Reise zu den Dracheninseln wäre eine nette Pause. Vielleicht fangen wir sogar selbst ein paar Drachen. Es ist eine wundervolle Erfahrung, die du gemacht hast. Danke. Ich habe mit Moritz geredet. Oh, sei leise, Amelie. Der Luftschiffhanger ist im Nordosten. Hab Spaß, Kinder. Danke. Oh, ich liebe Amelie. Amelie ist echt lustig. Ich sehe das genauso wie Amelie Ross ist eine Niete hier drin. Oh ne, jetzt kommt die. Hallo. Moritz, Moritz! Ein Silberthema und das so schnell? Du bist in aller Munde. Edward hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Oh, ein Vitalitätkern. Oh, damit bin ich schneller, oder? Ihr könnt eure nächste Mal mit Kern ausstatten. Das kann deren Werte erhöhen oder andere Vorteile bieten.
Der Lebenskern, den ich dir gerade gegeben habe, erhöht die maximalen HP eines nächsten Mods. Hey, du hast mir den Geist gegeben. Du hast mir Vital. Dings. Naja, egal. Ja, ja, bis dann. Dann lass es mal bei Leben. Wir haben einen Vital bekommen. Ah, Vitalität könnte auch Leben sein, tatsächlich. Egal. Ja, ja, ich weiß, wo der Hangar ist. Wir waren da schon mal, Kleiner. Konnten wir uns nicht hochporten? Nee, ne? Guck mal eben. Brachland? Nee. Okay, nee, können wir nicht. Okay, alles gut. Alles gut. Oh. Warte, wo? Wo war das nochmal? Wo war denn der Hangar nochmal? Hier war es nicht, ne? Ich meine hier... Nee. Hier war es auf keinen Fall. Hey, bin ich jetzt echt so lost, oder was? Oder ist er echt weiter... Ist er echt weiter unten? Hangar? Ah, nee. Ach, wir müssen, glaube ich, hier nach rechts gehen, oder? Weiß ich gerade echt nicht mehr. Nee. Wo war der denn nochmal? Warte, hier unten kann er nicht gewesen sein, oder? Nee, der muss rechts irgendwo sein, glaube ich. Ja, okay, komm. Wir gucken jetzt einfach hier mal eben. War er hier? Das hier war ja, glaube ich. War er das? Ja, das war er. Super. Oh, was wollen die denn jetzt da schon wieder? Bleib zurück, ihr Gesindel! Es ist das dritte Mal, dass wir dich aus diesem Gebäude werfen müssen. Amelie will mit dir reden, Balk. Du bist so voller Dreck, du verheimlichst mir etwas Verrücktes. Lächerlich. Hey, komm zurück! Ach, er ist im Luft, Jeff! Willst du Ausschau nach dem Jungen halten? Das würde uns echt helfen. Wo hat er versucht einzubrechen? Ein verlassenes Labor auf der Dracheninsel. Es wird nicht mehr verwendet, ist aber immer noch voll von wertvollen Technologie. Er ist unglaublich besessen von dem Gebäude. Bitte bring ihn zu uns. Na gut, wir suchen nach ihm. Vielen Dank, Moritz. Lasst euch von dem Bengel nicht veräppeln. Er führt nichts Gutes im Schilde. Dann wollen wir mal rein. Das ist ja jetzt eine Band, okay. Ja, ich weiß, wo der Ausgang ist, danke. Danke, die Wolken hätten sich aber ruhig bewegen können draußen. Oh, cooler Ort. Hallo, Coco, wir waren hier schon mal, du Otto. Ne, Coco, ne, dich nehme ich nicht nochmal mit. Du hast Alzheimer, glaube ich. Hallo. Ey, warte, die Wachen sagten doch, wir sollen das Kind... Oh. Als ob ich jetzt dieses Kind suchen muss. Da ist es nicht. Mann, da ist es auch nicht. Es hat sich im Schrank versteckt. Oh, da ist es auch nicht. Bitteschön. Und hier ist es dann wahrscheinlich nicht. Es ist im Schrank. Wir gucken mal im Schrank. Nee, das geht nicht auf. Er ist ja aber nicht Coco. Er ist sie nicht, ja? Was ist das denn da für ein Typ? Aha, sehr interessant. Was? Nein. Hat sie dort safe irgendwie verkleidet, oder? Also, ich würde mich zumindest verkleiden. Aber hier scheint irgendwie niemand das gewesen. Das kann eigentlich niemand hier gewesen sein. Hier ist doch niemand. So ein Witz, oder?
La 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 la. Oh mein Gott, ey. Hast du ein Kind gesehen? Ich kenne keinen Stella, tut mir leid. So, alter Opa hier. Er ist nicht hier. Oder ist dieses Mädchen das? Bist du das? Hier ist doch niemand. Hallo, junge Dame, bist du es vielleicht? Nee, du bist es auch nicht. Mein Gott, wer bist du? Toll. Hier ist doch niemand. Also, ich bin doch jetzt nicht dumm, oder? Oder bist du das tatsächlich? Nee, du bist es auch nicht. Eurus ist ein mächtiger Tyrant, aha. Also jetzt ganz ehrlich, ja? Ich bin noch nicht blind, oder? Hallo, alte Oma. Ach, das ist er ja. Ups. Ich dachte, das wäre eine Oma. Upsala. Du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Warum bist du so von diesem alten Ort besessen? Du kannst mich nicht täuschen. Die Gilde hat irgendwas getan, um die Drachen zu verärgern. Der Ort war verlassen, weil die Drachen ihn immer ins Visier nahmen. Ja nun, Drachen sind dumm, und? Sie sind nicht dumm! Drachen greifen nicht ohne Grund an. Ihr habt irgendwas Schreckliches an diesem Ort getrieben, und niemand glaubt mir. Was auch immer du versteckst, ich werde es der Welt zeigen. Etwas, das die Drachen verärgert hat? Ihr wirkt doch halbwegs vernünftig. Zeig mir doch zumindest das Gebäude. Na los, das schadet doch nicht. Das können wir nicht machen, wir haben einen Auftrag. Hier, nehmt das! Oh, Geld! Das nehme ich gerne. Versuchst du uns zu bestechen? Wir sind Silbertamer. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt? Kumpel, hör auf, dein Geld zu verschwenden. Und du hör auf, sein Geld zu nehmen, Moritz. Wie wäre es hiermit? Oh, ich werde reich. Gut, du kannst uns das Gelände zeigen. Na, endlich jemand, der mit sich reden lässt. Ich bin übrigens Leo. Sobald wir die Dracheninsel erreichen, werde ich euch dorthin bringen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Okay. Oh, was ist jetzt schon wieder? Oh, hey, dort unten können wir das Schiff ver... Ach, echt? Danke, Coco. Es ist ja nicht so, dass wir hier schon im zweiten Part waren. Oh Gott, ey. Mir fehlen die Wörter. So, hallo. Wie viel kostet... Alter... Noch teurer geworden hier. Alles belastend. So, gehen wir weiter. Das Dorf liegt nördlich von hier. Und das Labor findet ihr im Herzen des Dorfes. Wenn wir Glück haben, bewacht Eurus gerade nicht den Eingang. Eurus, das ist Lydias Tyrant, richtig? Genau, der Windtyrant ist super stark. Na los, Beeilung. Ja, muss ich gegen den da jetzt nochmal kämpfen? Nehmen oder nicht? Gut, tschüss. Tschüss, leider. Kleiner Zwerg. Du. Oh. Oh, hallo Lydia. Oh, hallo Freunde und willkommen auf den Dracheninseln. Und man ist euch gefolgt. Hä? Du hast ein gutes Auge, aber es macht uns nichts aus. Wir sind das Schwert des Königs der Monster. Das Vermächtnis des einzig wahren Nexolords. Ich bin der Krieger des Fona, Lord des Feuers. Ich bin der Krieger der Arqua, Königin der See. Ich bin der Krieger des Luxa, König des Donners. Ich bin der Krieger der Ventra, Braut des Sturms. Ich bin der Krieger des Grunda, Krieger der Erde. Okay. Und zusammen sind wir die Power Rangers. Die Nexolords. Die was? Die Nexolords, komm schon. Wir haben die ganze Nacht geprobt. Das sind ehrenlose Banditen, die einen toten Monster namens Omnicron huldigen. Traust du dich nicht, seinen Namen auszusprechen? Eines Tages wird der wahre König der Monster auferstehen und beenden, was er angefangen hat. Aber fürs Erste begnügen wir uns mit deinem Tyrantenei, Moritz. Warte, was? Ein Tyrantenei, Moritz? Moritz? Hat er ein Tyrantenei? Hoho, scheinbar hat Moritz ein paar Geheimnisse.
Keine Angst, wenn du uns das Ei gibst, wird keiner davon erfahren. Okay. Dann kämpfen wir mal gegen diese Leute. Oh, du siehst ja cool aus, Florasort. Palmschüttler. Ich sehe gerade, Palmschüttler ist gar nicht hier Dings. Wie nennt man das? Oh, jetzt bin ich betäubt. Nicht euer Ernst. Ist ja überhaupt keine Pflanzenattacke. Ich habe kein Feuer, deswegen muss ich Flug nehmen. Flug nehmen. Oh. Jetzt nimmt er auch Flug oder was? Wow, toll. Dann mach mal hier Schlaflied. Fehlgeschlagen, ich raste aus. Okay, er hat aber auch verfehlt. Okay, dann machen wir lieber Latteis. Ist klar, dass er so viel. Alter, wie viel Schaden macht er denn? Oh, niedlich. Die ist echt süß. Kämpfen wir gerade gegen alle gleichzeitig oder ist das nur einer? Tatsächlich. Auf jeden Fall ist er eingefroren. Aber ist echt niedlich. Das kleine Ding ist echt niedlich. Da kann man nicht nein sagen. Oh, ein Radieschen. Auch niedlich. Oh Gott, ich bin müde. Das ist nicht so niedlich. Aber egal. Ja, wir schlafen jetzt eh ein. So, der ist weg. Dann nehmen wir hier unseren Elektro-Typ. Dann machen wir jetzt hier nämlich Donnerschlag. Bang. Und brutzeln ihn schön vor uns her. Blitzgebrüll bitte. Super. Und noch ihn hier. Machen wir nochmal Donnerschlag. Oh Gott. Aua, das tat weh. Da muss ich jetzt meine Geheimwaffe rausholen. Psy-Geysir. Oh mein Gott. Mach den weg. Er macht zu viel Schaden. 21. Aua, aua, aua. Sehr schön. Aber ich glaube... Ah, schade. Du warst trotzdem gut. Du warst trotzdem gut, ja? So, Steini. Mach mal bitte Plasmakanone. 10. Oh, oh Gott. 10 ist... Oh, 9, ne? Egal, hast du geschafft. Bin stolz auf dich. Oh Gott, der hat ja noch was. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts. Schwarze Flamme bitte. Fehlgeschlagen, perfekt. Oh, nur 10 Schaden, das ist nicht gut. Phantomschlund. Schwarze Flamme. Schwarze Flamme, komm. Oh Gott, er lebt noch. Oh gut, er ist weg. Oh gut, 48, als ob er 48 Schaden macht. Habe ich noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ultra-Elixier, okay. Nee, wir haben leider nichts mehr. Oh Gott, Leute, das war's. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, wie ein Flo. Hat's überhaupt nicht... Oh nee, jetzt müssen wir das normal hier... Oh Gott, ey. Dass ich immer noch zu schwach bin, ne? Leute, ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. So, wir probieren's natürlich nochmal. Ja, wir probieren's nochmal. Wenn ich's dann nicht schaffen sollte, dann muss ich erstmal wieder trainieren gehen. Das tut mir auch leid. Dann ist der Part nicht ganz so lang, wie ich den eigentlich haben wollte. Aber da kann ich jetzt auch nichts für, ja? Tut mir leid, Leute. Ja, es tut mir leid. Bitte. Bitte nehmt meine Entschuldigung an. Ja. Dann guck ich mal, was heute so im Fernsehen kommt. TV-Programm. Wenn ich hier A drücke. Big Performance. Wer ist der Star im Star? Was? Wer ist der Star im Star? Aha, sehr interessant. Sehr interessant. Dickes Deutschland, unser Leben mit Übergewicht. Na? Okay. Oh. Oh nein, ich hätte mich heilen müssen, oder was? Das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Oh, ich könnte schon wieder kotzen, Leute. Und es läuft jetzt echt besser als vorher. Es läuft deutlich besser als vorher.
Oh nee, ey, ich habe auch nicht gespeichert. Wir können nicht abbrechen. Das ist ja jetzt hier wieder ein Skandal, Leute. Wir hätten es locker geschafft, glaube ich. Wenn wir geheilt gewesen wären. So, Prügler bitte. Reicht das? Ja, reicht. Super. Nochmal Prügler. Aua. Nehmen wir dich hier, mein Psycho-Heini. Psygesier. Er dürfte als erstes angreifen. Finde ich nicht so nett. Er darf schon wieder als erstes angreifen. Lächerlich. Alles lächerlich hier. Ja, ja. Der ist zum Glück gelähmt. Okay, doch nicht. Ah, guck mal. Gegen Lufttypen machen wir ganz guten Schaden tatsächlich. So, Porky. Boldion meinte ich natürlich. Aber ich glaube, das haben wir leider auch verloren. Weil ich mein Pokémon nicht geheilt, mein Dexumon nicht geheilt habe. Ah, Mann, ey. Boah, wieso sind die denn nicht auch direkt voll, ey? Ich verstehe das nicht. Wer kam auf die Idee oder wer hielt es für eine coole Idee, dass man das so macht? Weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, ja, danke, danke. Oh, gut, erstmal heilen. Erstmal heilen. Ist hier überhaupt ein Heiler? Da ist ein Heiler. Ja, danke schön. So, auf geht's. Auf ein neues, Leute. Auf ein neues. Wie ich mich jetzt kenne, laufe ich hier in den Typen rein. Nee, tue ich nicht. Perfekt. Nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt. Oh, wieder A drücken. Oh mein Gott, ey. So, dann gucke ich halt Instagram. Victoria. Ich komme darauf nicht klar. Aha, sehr interessant. Super. Super, super, du, 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 du. Oh, da gucke ich mal hier Harry Potter RPG, ob es was Neues gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Nee. Oh, vor 19 Stunden. Aber ist auf Spanisch. Ich kann kein Spanisch. Le prochaine historia gameplay. Premierole ist l'embre so. Paar Question pour une voice. Oh, ich könnte auch Französisch sein, tatsächlich. Ja. Naja. Ich kann leider kein Französisch. Sonst hätte ich es gerne vorgelesen. Ich meine, ich hatte zwar 6 Jahre lang Französisch, aber ob sie mir was gebracht hat, das ist eine andere Frage. Oh nein, du hast auch verfehlt, das ist nicht gut. Gefesselt, okay. Das heißt, ich mache jetzt weniger Schaden. Oh, doch nicht. Betäubt ist gut. 22, mega gut. Mach weiter so. Wind. Oh, Wind ist natürlich heftig. Aber wir machen Palmschüttler einfach. 19. Ja, ist in Ordnung. Als ob er zweimal als erstes angreifen darf. Das ist so unfair. Das ist echt unfair, ey. Vorhin lief es besser. Vorhin lief es eindeutig besser. Also Prügler, bitte. Was ist das denn jetzt hier? Oh, 36 Schaden. Du willst mich doch hier ärgern, oder? Wieso? Wieso dürfen die... Wieso darf er jetzt die ganze Zeit als erstes angreifen? Das ist so lächerlich. So lächerlich. Schon wieder. Und woher kommt jetzt auf einmal diese Attacke? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ne. Ich glaube, ich muss meine nächste Mal wieder auf 25 erstmal trainieren. Oh, nervig. Nervig. Also, wenn es so weitergeht, ne, gibt es nur ein paar pro Woche, ey. Hier, der Jammer, komm. Hau ihm guten Schaden rein. Ich meine, er macht jetzt auch nicht so viel, deswegen mache ich mal hier im Elementaufstieg. Und dann mache ich hier schwarze Flamme. 13, oh, ist aber nicht so heftig, wie ich dachte. Gut, gut, daneben ist immer gut. Schwarze Flamme, perfekt, 12. Jetzt kommt dieses Wasserviech wieder. 7 Schaden. Egal, ich kann noch hier ein bisschen Schaden rausholen.
versuche eigentlich, dass er gedingst wird, aber das schaffe ich gerade nicht. So, kleiner hier. Plasmakanone, bitte. 12, ja, ist in Ordnung. Ah, ich durfte nicht als erstes, aber egal, der ist weg. Super. Hat er nur noch den? Ah, oh Gott, er hat nur 3. Er hat nur noch 3, ey. Okay, er hat auch gewechselt. Psychogasier. Komm. 21, ja. Ich brauche ein bisschen mehr Schaden von dir. 23. Hier, Psychobombe. Sehr schön. Oh, Brokkoli gibt es ja auch noch. Oh, den habe ich schon wieder vergessen. Habe ich echt vergessen. Egal. Wir hauen eigentlich noch ganz guten Schaden raus. So. Nur noch Brokkoli. Verfehlt. Perfekt. Oh Gott, es wird spannend, Leute. Okay, ich nehme jetzt sicherheitshalber einen Trank. Nicht, dass ich hier jetzt gleich... Oh, das ist aber viel. Haben wir was anderes? Elixier. Stellt 50 LP und Ausdauer her. Okay, das ist doch in Ordnung. So. Und hier. Weg mit dir. Super. Gut gemacht, Kleiner. Oh, Psycho absorbiert einen Teil des Schadens des nächsten Angriffes und verwandelt davon 50% in Lebenspunkte um. Nur Psycho-Element-Schaden. Nee. Bleib zurück, Moritz. Du hast genug gemacht. Du unterschätzt uns, Lydia. Nur weil du einen Tyrannen besitzt, heißt das nicht, da... Hör mir zu und hör gut zu. Ich brauche Euros nicht, um mit euch Würmern klarzukommen. Willkommen in meinem Reich. Gebt eure Bestes, um zu überleben. Ha! 2 3 4 Moritz, hilf mir! Ich will kein Teil hiervon sein, sorry. 5 Und 5 hast du überhaupt ein eigenes Nexomon, mit dem du kämpfen kannst? Himmel, ein Tyrantenei. Was hast du dir dabei nur gedacht, Moritz? Aber du hast einen Tyranten und du bist okay. Ich habe einen Deal mit der Gilde. Du hast vermutlich nicht so viel Glück. Genug davon, ich habe versprochen, euch meine Drachen zu zeigen. Also los, folgt der Straße Richtung Norden, um zu meinem Dorf zu gelangen. Verlauft euch nicht. Ich muss jetzt erstmal meine Nexomon wieder heilen, Kleine. Ihr seid doch verrückt. Warum habt ihr einen Tyranten? Schmeißt das Ding weg. Wenn ihr einen Tyranten mitten auf dem Dracheninseln brütet, werden alle Drachen hinter uns her sein. Warum greifen die Drachen eigentlich nicht Euros an? Er ist doch ein Tyrant, oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit Euros los ist. Er ist ein bisschen merkwürdig. Wenn du mich fragst, irgendwas ist anders als bei den anderen Tyranten. Okay. Dann gehe ich mal kurz wieder zurück und heile meine Nexomons. Denn die sind, glaube ich, übel hergerichtet, ja. Boah, Alter, ne? Ich werde auf jeden Fall für den nächsten Part auf jeden Fall auf Level 25 trainieren. Damit wir nicht so viele Probleme haben wie heute. Das war schon anstrengend. Hatte kurz Angst, dass ich echt noch verliere, ja, weil am Anfang lief er echt nicht gut. Es lief nicht gut. So, mal gucken, wie die Drachen von ihr aussehen. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es da das süße Seltene, ne? Das wäre echt süß, wenn es das da ist. Wenn das da ist. Oh, hallo. Scherbe dich nämlich mit. Ah, hier. Nee. Hier? Hier nicht, ne? Hier waren wir auch schon mal. Und da ging es hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gleich nach rechts. Ne, hier ist nichts. Okay. Hier ist nichts. Müssen wir echt nach rechts. Okay. Tschüss, kleiner Typ. Dich hatten wir, glaube ich, schon mal besiegt.
So. Eine Steinscherbe. Was wolltest du nochmal? Für eine Goldnix. Okay, komm. Ja, komm. Ist sowas wie ein Meisterball. Wer das nicht macht, der ist dumm. Obwohl ich mittlerweile eigentlich ganz gut im Nexomon fangen bin. Finde ich zumindest. Oh, was labern die denn da? Oh Gott. Da wären wir fast in den Trainer da reingelaufen. In den Tamer. Ja, lass mich durch. Halt, stopp! Nur autorisierte... Ich musste kurz was gucken. Nur autorisierte Tamer oder Einwohner haben Zugang. Oh, warte. Das ist ein Drachensiegel. Lydia hat euch eingeladen? Nun gut, ihr dürft rein. Ah, cool, die machen da Heuer, Heuer. Hä, die Katze ist schon drin, oder was? Katze, ich sehe dich. Was machst du denn da schon drin? Das ist der Weg zum verlassenen Labor. Na los, lass uns versuchen, uns reinzuschleichen. Katze, ne, ich sehe dich. Coco, ich sehe dich da. So, Warpstein ist aktiviert. Nexo-Dinger sind alle fertig, oder? Ja, die sind gut drauf. Sehr schön. Lass mich mal durch. Können wir nämlich jetzt wieder einbrechen. Hier ist aber nichts. Nichts. Okay. Was ist mit dir hier? Du hast eine Quest. Ja, komm, akzeptieren. Hier, bitteschön. So, sind die Sachen denn hier preiswerter? Erstmal hier, die Katze hier. Mir gefällt es hier viel besser als im Parum. Es ist irgendwie bizarr zu wissen, dass eine Horde Drachen diesen Ort sicher hält. Ja, danke Coco, dass du jetzt da bleibst. Oh, warte Leute. Egal. Eigentlich neuen Begleiter, aber egal. Hab ich jetzt vergessen, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ist das hier Dings? Weiß nicht. Sagt sie mir nicht. Okay. Was haben wir denn da unten? Hallo. Suchst du einen nach dem feinsten Extra-Turps auf den Dracheninsel? Perfekt. Lass uns zum Geschäft kommen. Oh Gott, ich habe so viele nicht. Hier, 3 Stück bitte. Ja, hier können wir auch ein paar machen. 6, ja. Und den Rest warten wir erstmal noch. Komm bald wieder. So, was hast du im Angebot? Wie viel? Was? Keine Nexo Traps. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste unten. Komme ich aber noch nicht hin. Egal, gehen wir erstmal hier gucken, was die will. Die will EXP Booster. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier gibt es wieder was zum Klauen. Hallo Leute, ich will nur mal euer Haus sehen. Oh, nice. Dankeschön. Tschüss, ich bin wieder weg. Und hier rein. Oh, eine Pfirsich. Sehr schön. Da ist nicht. Oh, da oben ist noch was. Und ein Onigiri. Okay, Leute. Ist hier links noch ein Haus? Nee. Dann würde ich sagen, das war's mit Nexomon für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder. Bis dann, euer Kamito 3 und ciao.